Hallo und herzlich willkommen zu Mount & Blade 2 Bannerlord in unserer bereits 79. Folge heute am 15.06. In der Version 1.4.1, auch in der Deutschmod 1.4.1. Und ihr seht schon, ich habe jetzt hier mal einen Link aufgerufen, weil mich hat das echt gefuchst mit den Bogenschützen. Und meine Vermutung war tatsächlich richtig. Es gibt hier nochmal andere, die man rekrutieren und dann aufleveln kann. Aber wo? Muss ich mal gucken hier, ob das gerade machbar ist. Das sind Adlige. Ja, hochgeborene Jugendliche. Zweite nahe Unterhalt. Kann man allerdings in den Dörfern rekrutieren und dann aufwerten. Okay, gut. Mache ich ja normalerweise nicht, aber ich muss unbedingt nochmal nachgucken, weil ich weiß noch, der Heile nicht. Der hatte mir mal vor einer ganzen Weile geschrieben, dass da wohl irgendwie eine Besonderheit wäre. Ich nehme jetzt aber hier wieder die Bildschirmaufnahme raus, genau. So, dann befinden wir uns zurück im Spiel und wir starten heute mit unserem tollen Ingenieur, der Engineering auf 80 schon hatte. Ich muss mal eben gucken, ob der jetzt schon mittlerweile mehr hat. Sekunde, bevor wir da belagern. Radern. Nee, nix, mach mal weg hier den Text. Nee, ist immer noch auf 80, okay. Ist ja auch nicht verkehrt. Ah, aber wo ich mal hier drin bin. Lülülülülü. Diesmal auch bestätigen, Robin, aber vorher lockst du noch die Lewe ein, bevor du sie versehentlich verscherbelst. So, belagere die Festung. Wir müssen ja eh noch ein bisschen warten hier, dann können wir schon mal, während wir warten. Belagerungstürme. Hamburg, von hier rechts drüben? Krass. Vlandische Armee, die uns aber wenig tangiert, da wir mit den Vlandiern nicht im Krieg sind. So, so. Dann hoffe ich mal, dass wir diesmal in Ruhe gelassen werden. Obwohl er uns hier gerne mal unterstützen könnte. Wer bist du eigentlich? Akrum! So, Belagerungslager wird immer noch gebaut. Dauert jetzt natürlich alles ein Weilchen. Wir können mal beschleunigen hier auf Stufe 3. Turniere haben stattgefunden. Tarkotis wird überfallen. Bergum wird überfallen. Oh, ich mach Minus. Warum? Sold? Ja, Payment für... Hä? Bezahlung für Söldner 20? Wir sind doch keine Söldner. Wir haben auch keine Söldner bei. Ach, nee. Doch. Wenn wir, ja genau, wenn wir kein, wie war das, wenn wir kein Lehen haben, müssen wir Geld bezahlen. So rum war das, ne? Anstelle von Einfluss, weil wir ja keinen Einfluss generieren können. Die Karawane macht deutlich weniger, die Workshops sind krass eingebrochen. Weil, verdammt, daran habe ich nicht gedacht. Weil, nördliches Kaiserreich, aber gut, ich wollte sowieso dann jetzt hier in Batania dann aufbauen. Obwohl, kann ich ja auch nicht, ich Depp. Weil wenn ich das mache und dann mich abkapsel von Batania, sind die ja auch wieder alle weg. Auf der anderen Seite machen wir es vielleicht trotzdem, würde ich sagen. Dann können wir nämlich das Geld wenigstens verdienen, schön. Also schön Geld verdienen, so rum. Warum habe ich eigentlich auf Stufe 2, weiß ich auch nicht. Es dauert ja trotzdem ziemlich lange, die hier zu klöppeln. Aber mir ist erstmal wichtig, dass wir die Belagerungsgeräte selbst haben, bevor wir die Artillerie haben. Was hat er gebaut? Sind das Feuer oder normale? Weil wir haben ja zweimal normal und zweimal Feuer gebaut. Ich meine, hey komm, wenn ich jetzt hier minus 300 pro Monat habe, dann ist es okay, oder pro Tag. Wir haben ausreichend Essen. Wir haben 200.000 auf der hohen Kante angespart. Kommt auch kein Gegner, wa? Muss ich auch mal eine Sache gucken? Nördliches Kaiserreich, gut. Nicht, dass das hier noch ein Überbleibsel aus dem Krieg mit dem südlichen Kaiserreich war. Dann hätte ich jetzt ein Problem, weil dann steht hier demnächst die dusselig-dämliche Kaiserin noch hinter meiner Tür. Vor meiner Tür, so rum. Ich verliere aber trotzdem Einflusspunkte aufgrund dieser Richtlinien. Da rennt eine Karawane vorbei. So, der
Belagerungsturm 2 ist fertig. Der Rambock ist auch gleich fertig. Geht auch schon deutlich schneller, weil der weniger Trefferpunkte, weniger Punkte kostet. Und jetzt müssen wir natürlich hoffen, dass das hier schön zackig schnell geht. Die Besatzung wird auch immer weniger, wie ich hier sehe. Es waren vorhin noch mehr. 33 Festungsgarnisonisten waren es mal. Ja, es tut natürlich weh hier, ne? Vielleicht doch ein Trebuchet bauen und sobald das fertig ist, angreifen. Und wir ja schon, ne? Obwohl es mir natürlich noch lieber wäre, wenn wir tagsüber angreifen könnten. Ah, die ballern mir da natürlich alles weg. Lurchan hat noch eine Armee gebaut, gegründet. Kann nur hoffen, dass das hier mächtig viele Einflusspunkte bringt, ansonsten kann ich keine Abstimmung machen, dass ich das haben möchte. Ja, jetzt muss ich auch noch Zeit vergeuden. Kann ich die abbrechen? Ja, na gut, jetzt ist schon fast fertig. Ja, mal hin. Jetzt brauchen die natürlich wieder extra lange. Aber ich würde jetzt auch ungerne im Dunkeln angreifen. Sag mal, warte mal, ich verliere ja auch Truppen. Bitte was? Ich hatte mal 146. Was ist jetzt passiert? Das ist immer da, weil ich verstehe, immer wenn hier so ein Belagerungsgedönse kaputt gemacht wird, verliere ich Truppen. Das ist natürlich blöd. Oh, ja klar, da hätte ich auch mal denken können. Meine Ultima musste ja bedienen. Oh, verzeiht's mir bitte, aber das ist doof. Ich bin schon so unterbesetzt. So, das ist der Save Point vom Ende der letzten Folge. Also der gestrigen. Ich hoffe, ihr verzeiht's mir. Ihr wisst ja mittlerweile, ich mache das wirklich selten. Aber das war einfach eine Dummheit gerade von mir. Kann man nicht anders sagen. Ja, zacki zacki, schneller, schneller. Wir haben nicht ewig Zeit hier. Belagern wir jetzt mal. So. Dann sagen wir nochmal Turm, Turm, Bock und nur ein Trebuchet diesmal. Und sobald das fertig ist, erwische ich hoffentlich rechtzeitig den Pauseknopf und sage dann sofort Angriff. Einfach nur, damit wir jetzt hier nicht von unseren wenigen Männern noch mehr verlieren. Aber hier, guck mal, ist tatsächlich weniger geworden. Wir hungern die da so ein bisschen raus irgendwie. Jetzt gucken wir mal hier drauf. Weil hier ist es auch weniger geworden vorhin. Die haben nämlich komischerweise keine Nahrung drin hier. Während wir für 19 Tage Nahrung haben. Auch das hin. Bei mir steht 20. Kurz vorm Angriff werde ich aber nochmal rekrutieren, was rekrutierbar ist. Ja, wir werden sowieso Verluste machen. Da kann ich auch mit Überzahl angreifen. Also über dem Truppenlimit angreifen. Wenn da so ein Armbrustschütze schön rüstungsbrechende Beschuss machen kann, warum nicht, ne? Wir haben ja gesehen, dass die doch ziemlich viel Infanterie auch haben können hier, aber natürlich muss ich gestehen, machen mir die Bogenschützen ein bisschen mehr Sorgen, aber es sind ja zum Glück nicht so viele hier drin. Also, Garnisonseinheiten. Ist ja fast alles Miliz hier. Hier muss noch 30. So, aufpassen, Robin. Der zweite Turm ist gleich fertig. Der Rambock sollte jetzt schön schnell gehen, aber Trebuchet dauert ein Weilchen. Und da muss ich natürlich richtig aufpassen. Dann, wenn das Ding fertig ist, sofort Angriff. Speichern nochmal, natürlich. Damit wir das jetzt hier nicht nochmal machen müssen. Das ist die Moral, ne? Ja, unsere Moral ist deutlich besser als die des Gegners. Rambock ist fertig. Trebuchet ist im Bau. Ich hoffe, wir haben keinen Nachtangriff. Mag ich nicht so. Zumal, ihr wollt ja auch was sehen. Aber wenn das Ding fertig ist, ist es fertig. Dann muss ich angreifen, sonst schießen sie es mir wieder weg. Und ich verliere unnötig Truppen dadurch. So, hier. Wird immer weniger. Sehr schön.
So, passt mal auf, ich habe schon mal langsam gemacht. Jetzt speichern wir nochmal ab hier unter Belagerungsangriff oder Angriff Belagerung. So. Ein kleines bisschen schneller. 310 hat er jetzt. Ach, der bekommt trotzdem noch Milizen dazu, sehe ich das richtig? Stopp, bevor sie drauf schießen. Wir greifen an. Und das noch bei Tageslicht, wunderbar. Kurz aufschreiben, wie ich die letzte Folge nenne, habe ich mich vergessen. So. So, wie sieht's denn aus hier? Hier drüben ist ziemlich verlockend, aber ich glaube, da liegen keine Leitern, ne? Schön, wenn ich das vorher sehen könnte, wo die liegen. Warte mal, der Rambock. Die müssen wir auf jeden Fall hier von links kommen lassen. Darf ich aber wieder nicht. Okay. Und dann, ach, hier steht das schon. Okay. So, über den Shift gedrückt halten beschleunigt auch nochmal die Kamerabewegung. Wo ist denn das Tor? Hä? Wo habt ihr euer Tor versteckt? Ach Mensch, hier! Habe ich nicht gesehen. Okay, also doch mittig, gut. Dann mit den Belagerungstürmen jeweils links oder wollen wir versuchen, zwei Türme aufzustellen und die rechte Flanke nehmen? Aber hier darf ich wahrscheinlich nicht, ne? Schade. Na klar, also das Trebuchet hat hier echt eine schöne Position. Problem ist nur, die Ballisten werden das Ding wahrscheinlich kaputt schießen. Dürfte ich hier auch nicht. Nimm mal das jetzt hier mal raus. Ich möchte mal gucken, wo ich denn noch Aufstellmöglichkeiten dafür hätte. Aber, ups, falsch rum. Ich darf wahrscheinlich wirklich nur mit denen, wa? Schade, ich hätte nämlich gerne einen konzentrierten Angriff auf die rechte Flanke gemacht. Ich darf hier nur Beschuss hinstellen. Das ist natürlich blöd. Na gut, dann nehmt ihr das so. Ich darf hier immer noch nicht entscheiden, was, wie, wer, wo. Dann macht eine automatische Verteilung. Aha! Das hat er mir, glaube ich, auch mal geschrieben, der Heile nicht. Die Ziffern hier durchwählen. Oder hatten wir das sogar beim letzten Mal schon? Ich weiß es echt nicht mehr. Wie war das hier mit Rechtsklick? Nee, wie war denn das? Ich konnte euch doch jetzt irgendwie sagen, dass ihr euch aufteilen sollt. F7? Ja. Andererseits will ich das. Und vor allem, wo sind jetzt die Bogenschützen damit drinne? Sind die jetzt hier einfach mit drin oder ist das wirklich alles Infanterie? Wirklich alles Infanterie. Na gut, wir haben ja auch nicht wenig davon, muss ich ja gestehen. Das sind auch alles Infanteristen. Und dann war hier drüben irgendwo noch eine Truppe. Das sind eher Bogenschützen, ne? Ja. Das ist die Truppe 2 dann, okay. Truppe 2. Will ich die wirklich so offensichtlich hier vorne hinstellen? Eigentlich ja nicht, ne? Sollen die mal hier hinkommen? Aber. Quatsch, das war falsch. Nein! Ach, Truppe 2, zack. Lockere Formation natürlich. Dann. Truppe 1. Drei. Ach, die drei hat allgemein mit 48 Mann jeweils dann das Ding hier? Nee, leider nicht. Da schiebt nämlich keiner den Belagerungsturm. Dann sagen wir hier bei der Truppe 3 F7. Das war blöd. Okay. So, die drei. F7. Mann. Schiebt die mal in die 4.
Hast du genau die Hälfte annehmen? Ihr sollt dann nämlich das da nehmen und die 4 ziehen wir dann nämlich jetzt hier rüber. Ich hoffe, die reichen, die Leute. Und dann, was hatte ich jetzt hier gedrückt? F6 war das. Jetzt gehört abgeben, das heißt, die haben das jetzt genommen, ne? Ich weiß es nicht. Jo, mei! Sind jetzt die Bogenschützen? Nee. Der 2 waren die Bogenschützen, Archers, genau. Wo das ja auch eine Idee wäre, ne? Ein paar Bogenschützen sollen sich das hier schnappen. Machen wir so. Dann machen wir hier F7. Entschuldigt bitte, aber ich mache das hier gerade zum ersten Mal. Von daher, ich hoffe auf euer Verständnis. Annehmen. Dann können wir nämlich jetzt hier wieder den machen. Macht ihr wieder den. Mit euch rücke ich dann hier auf die rechte Flanke vor. Und ihr? Ach, das geht auch so. Per Mausklick. Hä? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das sind die Horse Archer hier, ne? Ich hoffe, es funktioniert, damit die da ein bisschen was wegballern können. Aber eigentlich werden die ja, glaube ich, immer automatisiert dann hier angestellt, ne? Gut, machen wir jetzt hier einen Angriff beginnen. Muss dann wohl schnell hier hochreiten. Ach nee, doch nicht. Ah, Robin, Robin, Robin. Hast du wieder einen Turm übersehen? Dann machen wir 3, 3, 3, 3, 3, 3. Genau, das hier ist 3. Ihr kriegt dann nochmal die 5 zugewiesen. So, 24 jeweils. Ich hoffe echt, dass das reicht. Na, so. Das geht so nicht mit Mausklick. Hoffe, die machen das. Sonst habe ich ein Problem. Aber gut. So, genug jetzt hier. So, Angriff. Ja, die scheinen sich alle von selbst drum zu kümmern. Ja, machen sie. Sehr schön. Sie kümmern sich drum. Teilweise verteilen sie sich doch wieder anders. Archers, bitte hier vorne hin, auf die rechte Flanke. Ja, ist okay. Ich bin ja schon weg. Alles okay. Lass mich in Ruhe. Absteigen. Aber jetzt habe ich ja schon wieder. Weil ich neu geladen habe. Ich Depp. Ach, ich Depp. Ich habe wieder die falsche Waffe bei. Das kann doch nicht wahr sein. Habe ich das wieder verpeilt? Oh, schöner Treffer. Verdammt. Ich hoffe, meine Bogenschützen machen auch mal ihre Aufgabe. Das wäre zumindest sehr praktisch. Ich sehe nichts. Jungs, bitte haltet still. Das gibt's nicht, ey. Die schießen mich hier gleich tot. Oh, ein Pfeil, danke. Oh, kann ich die aus dem Schild rausziehen? Darf ich das? Nee, aber hier vorne. Stecken hier ein paar drinnen, ne? Problem ist, muss die Barrikade ist bald hinüber. Lass mir mal durch, ich bin wichtig. Oh, ist aber auch nicht so clever eigentlich. Also wie es aussieht, haben wir hier eine schöne Bresche reingeschossen. Mit dem Trebuchet. Ey, nicht bewegen. Warum mal nicht gewettet hier? Schöne Treffer. Braucht nur gleich mal Pfeile. Oh, ich hoffe, die haben das endlich gefixt mit den Pfeilbottichen. So, sehr schön. Muss ich mir irgendwie mal Pfeile hier rausschnappen. Die ersten Türme kommen, sehr schön. Oh, mein armes Pferd. Wenigstens hier nochmal 4 Pfeile irgendwo reinsammeln. Oh,
Naja, also und irgendwas Lebendes, Feindliches, das wäre praktischer. Ah, nein! Halt still, Junge. Sehr schön. Okay, na dann. Alle chargen. Hat er sich echt wieder die falsche Waffe geschnappt, der Depp. So, Turm ist dran. Sehr schön. Unsere Bogenschützen sind ja auch nicht die schlechtesten Nahkämpfer. Haben zumindest auch gute Rüstungen dabei. Oh, warte mal. Archers hier vorne hin. Macht dabei einen F3. Schießt die ein bisschen von der Mauer runter, wenn es geht. Moin! Okay. So geht's auch. Pferd, was machst du? Hab ich nicht ein tolles Pferd? Es räumt uns da erstmal schön alles frei. Ja, ja, kommt. Kommt runter hier, kommt. Werdet schön in die Seite geschossen von meinen Freunden hier. Oh, verdammt. Reicht mal bei ihr. So. Stirb, du Hund. Ach, verdammt. Versteckt euch jetzt doch jetzt nicht hier zwischen Turm und Mauer, oder? Verdammt. Irgendwann ist dein Schild kaputt. Das sagt ihr. Entweder das oder ein anderer trifft mich vorher. Aua. Aua. Okay, ich sollte vielleicht doch eine andere Taktik wählen. Sag mal. Männer? Meine Männer sind fast tot. Gegen Milizen. Habe ich mich wirklich so dämlich angestellt? Echt jetzt? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Die rennen alle weg. 22 Tote, 68 Verwundete. Gibt's ein Minus? Nee. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hätte ich so überhaupt nicht gedacht jetzt. Das ist jetzt... Ja. Gegen Milizen. Aber gut, da wissen wir schon mal, Milizen sind nicht zu verachten, ne? Na gut, man muss natürlich bedenken, ich will mich jetzt nicht rausreden. Ja, hätte ich halt nicht gewusst, dass das dann wirklich so gravierender Unterschied ist. Es sind doppelt so viele Truppen gewesen und die hatten halt die Verteidigungsposition. War dann halt doch nicht so die beste Idee. Schade. Also hätten wir wenigstens schon mal eine Festung gehabt. Weil wer weiß, vielleicht kommt ja danach noch ein Krieg gegen die hier. Da hätten wir hier eine Festung, eine Stadt und eine Festung. Auf beiden Flussseiten. Ist auch nicht verkehrt. Kann man auch was mit anfangen. Tja, blöd gelaufen, würde ich sagen. Jetzt hier nochmal gucken. Sind die jetzt hier zu sehen, die ich meinte? Weitläufer? Nee. Und die. Plänkler sind die. Okay, ich muss mich erstmal an diesen neuen Truppenbaum auch gewöhnen. Ah. Nee, du gehörst der anderen Fraktion an. Das müssen wir mal gucken, habe ich noch irgendwas zum Verkaufen? Nee. Ja, habe ich da schön die Waffe drin gelassen, nicht Depp. Gut, wir müssen uns natürlich erstmal noch Freunde machen. Und wenn wir das geschafft haben, dann kriegen wir dann hoffentlich die besseren Truppen angeboten. Also anstelle von denen dann vielleicht immer so ein bisschen auch die Möglichkeit, diese Jugendlichen anzuwerben. Oder die gibt es doch nur in den Städten, dass das mit Village eigentlich nicht nur ein Dorf gemeint ist, weil Village heißt ja eigentlich Dorf, ne? So, was habt ihr denn für Aufgaben? Möchte, dass seine Tochter gefunden wird? Nö. Herde liefern, nö. Dorfbewohner,
Ist aber unehrenvoll, ne? Ich bin außerdem noch verwundet. Also viele unserer Männer sind verwundet. Familienstreit. Ach Mensch. Ach komm, was soll's. Nehmen wir sie jetzt mit hier. Na gut. Back to the roots, ne? Back to the roots. Zurück zu den Wurzeln. Ich bin Rubinius. Wer seid ihr? Ich bin Griff. Ich besitze hier in der Gegend das Land. Ich spreche für viele Menschen in diesem Dorf. Ich kenne euren Namen, freut mich, euch kennenzulernen. Ich habe gehört, ihr braucht Hilfe. Einer meiner Verwandten fiel während eines Streits seinem Temperament zum Opfer und tötete einen Mann aus Svenrin. Das schon ehemals Sturgisch vielleicht? Wir haben angeboten, Blutgeld zu bezahlen und so weiter und so fort. Okay, wir kennen das eigentlich schon auf dem Englischen. Habe ich ja doch nicht so verkehrt übersetzt damals. So, ja, wir kennen das schon. Wir reiten mal rüber. So, 1260 will er mir dafür zahlen. Nice. Muss ich ihn natürlich erstmal holen, den Junge. Wo ist er? Griff. Ist doch Griff, den wir holen müssen, oder? M für Mission? Nee, wie war das? Wir sehen bloß einen Truppenbaum, komischerweise. Achso, ja klar. Weil das auch das letzte war, was ich angewählt hatte. Uah, scharfe Kurve! So, es müsste er hier sein, ne? Das sind ja immer die, die nur einen Namen haben und keinen Vor- und Nachnamen. Abscheuung! Scusi. Du. Wer seid ihr? Was wollt ihr von mir? Was wollen ihr von mir? Oh, schön. Ich habe mit deinem Verwandten Griff von Andrum gesprochen. Zack und zack und zack. Zack. Dann komm mal mit, mein Freund. So, wo müssen wir denn hin? Quatsch, hier oben. Wir müssen nach Svenrin. In 5 Tagen müssen wir es geschafft haben. Wo ist das? Ach, gleich hier drüben, Mensch, ist ja wunderbar. Brauchen wir es auch nicht mal zu tracken? Brauchen wir nicht mehr zu tracken? So. Bitte was? Kriegserklärung? Nein! Nein! Das kann nicht euer Ernst sein! Seid ihr denn des Wahnsinns? Obwohl, die haben gerade gegen ziemlich viele auf einmal Krieg. Aber ich kann eh nicht mit abstimmen und zack. Die haben echt nicht mehr alle. Ja, ist halt wahrscheinlich auch das keltische Blut, was halt gerne in die feindliche Sperrwand rennt. Also ein Zerradern, aber wir müssen darüber. Da ist auch schon Griff. Nee, warte mal. Da müssen wir ja logischerweise da, ne? Oder heißt er zufällig auch Griff? Fällt gerade eine Sache ein. Obwohl, ich will ja nicht, dass es zum Kampf kommt. Will ich ja nicht. Aber ich muss mal gucken, mit wem ich jetzt reden muss. Es war Iron von Svenrin. Okay. Der da. Brechen. Ganz vergessen, dass es so funktioniert. Ich habe schon ewig keine Missionen mehr gemacht hier. Auch nicht die Dorfmissionen vor allem. Was haben wir denn da? Hast du deine Beerdigungsschlaufe mitgebracht? Hoffentlich, wenn du, denn du wirst hier nicht lebend davonkommen. Wir sind gekommen, um zu reden. Hören Sie uns bitte zu. Ich drehe das mal hier. Ich wusste, dass wir euch irgendwann finden würden. Jetzt werden wir der Gerechtigkeit ins Auge sehen. Wartet, dieser Junge steht nun unter meinem Schutz. Wir sind gekommen, um in Frieden zu reden. Genau, da muss man mal sagen, du verstoßt gegen das Gesetz und dann gibt es jetzt wieder diese Reden, die wir hier halten müssen. Mal sehen, was euch dazu einfällt.
Blutgeld ist für ein Verbrechen aus Leidenschaft angemessen, aber wenn Sie diesen Jungen kaltblütig töten, sind Sie in den Augen des Gesetzes ein echter Mörder und werden zweifellos sterben. Yippie! Ah, vielleicht habt ihr recht. Mal sehen, was euch dazu noch einfällt. Dass der Timer klingelt, aber das machen wir natürlich noch zu Ende. Ja, jetzt kann es natürlich wieder übel enden hier. Vielleicht möchten Sie eines Tages das Leben eines Ihrer Söhne durch Blutgeld retten. Wenn Sie die Gnade verweigern, kann Ihnen die Gnade verweigert werden. Erfolgreich, sehr schön. Wunderbar. Ja, denn wir haben ja mittlerweile auch schon deutlich besseres Charisma als damals, als wir angefangen haben. So, also gut. 1260 bekommen, fehlgeschlagen. Hä? Hä? Das war eine Fehlmeldung, dass es jetzt fehlgeschlagen wäre. Da stand kurzzeitig fehlgeschlagen. Ich habe auch den Sound von fehlgeschlagen bekommen, aber im Endeffekt ist es nicht fehlgeschlagen. Okay. Early Access. Remort sich auf, ne? So, bei ihm sind wir jetzt unbeliebt. Obwohl wir ihm geholfen haben, ist ja doof. Egal. Gut. Ihr Lieben, ich würde sagen, die Schelle, die ich heute kassiert habe, die habe ich mir verdient. Da war ich doch zu übermütig, auf jeden Fall. Brauche ich entweder eine kleinere Bemannung von so einer Festung oder selber schon eine eigene Armee hier aus Batanien bestehend. Ist dumm gelaufen, aber gut. Muss ich durch als Lurch, wenn ich ein Frosch werden will. Vor allem jetzt, da wir gegen beide Kaiserreiche Krieg führen. Auf der anderen Seite heißt es doch wiederum, dass unsere Städte erobert werden könnten, die man sich später zurückholen könnte und dann verlasse ich das Reich. Aber gut, ich würde sagen, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann schaltet doch gerne morgen wieder rein. Ciao!